Erwerbsminderung. Reicht Gelenkverschleiß für eine Rente? Guten Tag, mein Name ist Frank Weise, ich bin Rentenberater bei rentenbescheid24.de und verantwortlich für den Bereich Erwerbsminderungsrente. Berufsbedingte Abnutzung von Gelenken und Knochen beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit im Job, das ist klar. Dabei sind 3 IBU 800 täglich keine Seltenheit. Jeder kennt Betroffene im Kollegenkreis, in der Familie oder unter Freunden. Unser angeborenes Biomaterial hält oft kein Leben lang. Verschleiß heißt das Ganze dann volkstümlich. Knorpelgewebe muss gepflegt werden, lässt sich nicht wirklich erneuern. Wie läuft das ab? Erstens, irgendwann zerren schon alltägliche Bewegungen an der Substanz. Aus schmerzfreien Gleitbewegungen wird schmerzhaftes Reiben. Sand ist im Getriebe. Die Folge sind schmerzhafte Bewegungseinschränkungen, zum Beispiel bloß den Arm noch bis hierhin zu bekommen. Dann helfen wir in enger Zusammenarbeit mit Ihren Behandlern, die funktionellen Auswirkungen von diesen Verschleißdiagnosen bei einem so sozialmedizinisch kniffligen Rentenbegehren aufzuklären. Hier hat die Deutsche Rentenversicherung gute Karte mit dem Verweis auf, ach, war mal eine leichte Tätigkeit, arbeiten Sie nicht so schwer, die haben da Jahrzehnte Erfahrung. Das macht diese Rentenfälle zu wirklich anspruchsvollen Mandaten. Was kommt nun bei uns häufig vor? Oft auch in Kombination. Erstens, Verschleiß der Halswirbelsäule. Die Beschwerden reichen vom Nacken, Schulter-Armschmerzen bis zu neurologischen Ausfällen, Lähmungen oder auch Gefühlsstörungen in den Händen, oberen Extremitäten. Ist man austherapiert, das ist der entscheidende Begriff, helfen dann irgendwann auch Dauerverordnungen von Physiotherapie oder Schmerztherapie nicht mehr. Ihre Berufstätigkeit ist stark beeinträchtigt. Jetzt beraten lassen vom Rentenspezialisten. Dafür sind auch wir da. Wir helfen, dass Sie Orientierung bekommen. Verschleißter Wirbelsäule insgesamt. Allmähliche Abnutzung beginnt oft bei Bandscheiben oder Wirbelgelenken. Starke Belastungen verschleißen die Bewegungssegmente. Training, Physio oder Schmerztherapie können diese Auswirkungen und diese Entwicklung nicht immer aufhalten. Wir helfen, wenn sich Ihr Körper querstellt und das schon vor der Antragstellung. Die Weichen für einen erfolgreichen Rentenantrag werden nämlich schon hier gestellt. Gelenkverschleiß. Schwere Arbeit soll ja noch vorkommen. Dabei wurden Ihre Gelenke langjährig stark belastet. Leider können sich Knorpel nicht einfach immer wieder regenerieren. Der Nachweis dann einer Erwerbsminderung gelingt dann meist nur als Bestandteil mehrerer Beschwerdekomplexe, die oft auch vorhanden sind. Hier engagieren wir uns als Spezialisten für Erwerbsminderungsrente natürlich auch bei solch vielschichtigen und auch komplizierten Fällen. Querschnittslähmung oder auch Behinderung durch Unfallfolgen in Beruf und Freizeit kommen auch bei uns vor. Sind da Rückenmark oder die Nervenstränge geschädigt, können die Körperfunktionen leiden oder sind gar nicht mehr da. Oft hilft da nur noch eine Umschulung. Was aber, wenn dies auch nicht mehr möglich ist und weitere Gesundheitsprobleme noch reinspielen? Dann sind wir da. Nicht jeder Unfall führt zu einer Erwerbsminderung. Allgemeine Kriterien wären längerfristig chronische, körperliche, seelische, geistige Beeinträchtigungen der beruflichen Leistungsfähigkeit und das für jede berufliche Tätigkeit. Der Nachweis ist ja oft schwierig. Wir prüfen die Erfolgsaussichten und stärken Ihr Recht auf die gesetzliche Rente. Sinnvollerweise begleiten wir Sie schon vor dem Antrag, wieder wichtig, beziehungsweise auch bei der Antragstellung. Haben Sie Fragen zur Leistungsfähigkeit bei degenerativen orthopädischen Erkrankungen? Das weiß die Medizin. Und zur oft entscheidenden Vorbereitung einer späteren Rentenantragstellung schreiben Sie uns bitte eine Mail an anfrage@rentenbescheid24.de, bitte kurze Fallschilderung, oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.rentenbescheid24.de. Vielen Dank, dass Sie uns folgen und sich bei uns informieren. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit. Herzlichst, Frank Weise von rentenbescheid24.de.